Hallo und willkommen zurück bei Black Myth Wukong. So, wir haben wieder zwei Punkte. Wo ballern wir die rein? Nochmal, wir können jetzt natürlich den kritischen Trefferschaden erhöhen. Wie viel erhöht er denn? Warte, können wir das gucken? Wir haben 130. Ja, wir haben nicht so viel auf Crit, aber wir können ja schon mal vorbereiten. Gucken wir mal. Wie viel ist das? Wahrscheinlich nicht worth, oder? Oh, wenn wir da Punkte reinballern, dann schon, ne? Aber wir critten noch nicht stark genug. Gut, ich lasse mir die Zahl nicht anzeigen. Das heißt, ich weiß gar nicht, Young One. Wie gut wir da reinkritten. Dafür müsste ich die Zahlen mir aufmachen. Aber ich finde, die Rate ist halt sehr niedrig. So, wo könnte ich denn noch Punkte reinsetzen? Gut, dass die Ausdauerrate stark erhöht wird. Wäre halt schon nicht schlecht. Beim Stab hier würde ich... Ja, wir könnten den jetzt zwar noch voll machen. Und den. Der Feuerkreis finde ich eigentlich ziemlich gut. Hiervon kann ich mich noch nicht entscheiden, welchen wir endgültig machen. Ja, die Duplikate, die nutze ich eigentlich nicht, weil die so ultra teuer sind. Nur 120 Punkte. Oder wirklich auf die Verwandlung wieder gehen. Im Moment ist es nicht so wichtig. Es kostet auch zwei. Wenn die eins gekostet hat, würde ich sagen, ja. Aber die Einser sind nur hier unten. Weißt du was? Wir sparen. Ist nicht so, dass wir jetzt dringend brauchen. Wir sparen Ressourcen. You need a loyal friend on the treacherous road. Kommt es hier bekannt vor? Aber es ist was anderes. Meditationsplatz. Das ist natürlich Gold wert. Dann fehlen nur noch zwei. Stachelschweinchen, meditierst du mit? Er ist weg. Das war dem zu blöd. Die Klimaanlage noch an. Ich wollte gerade sagen, was pustet mich denn da so an? Der Geist. Am Ende haben wir alles gelernt. Dann sind wir die Meister und können alles. Müssen wir noch sehr viel leveln. Better entrusted to me. Tiger zähmende Kügelchen. Kann man damit einen Tiger zähmen? So, wir haben hier einen Weg und wir können hier. Moin, was jeden. Na, was machst du hier in der Höhle? Weil wir können ja schon in den Angriff reinknallen. Wir können ja jederzeit zurücksetzen, ne?
Warum sollten wir jetzt dann nicht zumindest leicht den Angriff erhöhen? Macht ja gar keinen Sinn. Warum schallert das mal in den Angriff rein jetzt? Mehr Fokus immer gut. Hallo? Jemand da? Nee? Stachelschweinchen, willst du nicht mal vorgehen gucken? Was bist du überhaupt? Komm doch wieder lang gehen. Nee, diesmal nicht. Schütter doch hier wieder dicke Schritte. Ach, das ist so einer. Von denen haben wir schon einige bekämpft. Das ist aber ein Infuser, der ist blau. Siehst du einen Infuser hier? Vielen Dank fürs Seelchen. So, der Rothaarige. Zeig mal, was kannst du? Erhöht Crit extrem. Das wäre doch mal was. Erhöht den Schaden schwerer Angriffe. Moderat. Fernkampf. Moin. Wo sind wir denn hier? I need a rest. That pavilion looks like a good place. Nee, das sieht aus wie eine Falle. Da kommt ein Boss. Ich sag's dir. Geh da nicht hin. Guck, hier haben wir schon mal ein Seelchen. Fußspuren, aber da geht es weiter. Dann gehen wir hier nicht lang. Ja, dann machen wir doch deine Rast. Aber wir gehen erstmal rum, ne? Einverstanden. Schweinchen. Loot? Meinst du, da oben ist Loot? Kann ich nicht draufjumpen. Hättest du mir vorher sagen können, Schweinchen. Meinst du, da ist nochmal ein Meditationsplatz? So kurz hintereinander? Nee, oder? Erschreck mich doch nicht so mit deinen Geräuschen, Schweinchen. So, warte mal, was bist du? Du bist doch ein Schweinchen. So, man kann auch da hochgehen. Das ist ein Seelchen. Huch. Wir können ja mal wetten, welche Pflanze ein Gegner ist und welche nicht. Geht das hier weiter? Ja, sieht so aus. Dumme Idee, ganz dumme Idee. War die Idee vom Schweinchen. Ich habe mich dazu gebaitet. So, Mr. Pavillon, dann... Gut. Oi, Kid, you look suspicious. What kind of Yaogwai are you? Shh, I'm looking at that Buddha over there. See his belly button? It's so big. Me and you, we look way smaller. Buddha? Where is it? You see no Buddha because you think no Buddha.
No thought, no sight. I, the sacred gourmand, saw enough Buddhas before you were born. Foolish brat. You didn't see that coming, did you? True hearts find their path, and the Buddha is on that path. Why not worship with a true heart? The path might just show itself. Worship my hoof. Visit temples, kneel to figures. You tell no black from white. That's my master. I am fed up with all these skin-deep rites. No true heart, the path is sealed. With true heart, it's revealed. Aber eine kurze Pause, wa? Lass mal, den können wir den angreifen? Visit each temple you encounter and worship every Buddha you see. Or the true face of Buddha will always remain elusive to your eyes. Why the rush? Try looking around. To see a Buddha, one must hold the Buddha in one's heart. Why the rush? To see a Buddha, one must hold... Jetzt kann ich auf einmal mit dem... der Statue interagieren. Ah, I get it now. For Buddhas, that boy said. Ah, there must be four Buddhas to worship. Loony monk. God reason with him. Haben wir denn noch mal einen übersehen oder so? Gehen wir erst runter oder hoch? So, der Schweinchen hat gesagt, vier Stück. Einen hätten wir, oder was? Visit each temple you encounter and all the truth. Ich hoffe, das heißt ab jetzt und nicht, dass ich nochmal zurückgehen darf und alle Maps durchsuchen. Gehen erstmal nach unten. Denn ich denke, nach oben ist immer der Weg, wo es weitergeht. Guck, hier ist direkt der nächste. Just go through the motions, boy. Who knows if it's true or not? That little monk was speaking riddles. Kommt dann der Buddha-Gegner. Das ist der nächste. Und da unten ist ein Meditationsplatz. Das ist aber der, wo wir schon waren. Sind wir von da gekommen, haben da meditiert. Sind es erst da runter und dann da lang, oder? Ist das ein neuer? Back when we journeyed to the New West. Our master took it from Mount Lincoln. He visited and kneeled to every figure until Yellowbrow captured him. I'm not my master. Ich hätte mir doch nach oben gehen sollen. Wenn ich gerade ein Seelchen? Habe ich mich wohl verguckt? Ich hätte den anderen Weg zuerst gehen sollen.
muss auch noch den geheimen Level finden. Vielleicht ist das das, wenn ich die ganzen Buddhas hier gefunden habe. Alter, bleib doch mal ruhig. Was ist denn sein Problem, Mann? Der heilt mich hier wirklich. Voll OP-Gefährte zu haben. What's that sound? That little mug's up to his tricks once more. Worship my hoof. Let's go back. Vielleicht ist das hier der Weg zurück. Oh. Praktisch. So, der kleine Monk. Was hat sich verändert? Dann war es doch der richtige Weg. Chubby one, we've done the rites. Where's the path? The path? Isn't it always there? Don't you trick me, you bald, pot-bellied brat! All I'm seeing are mountains, no path at all. He sees wisely with faith. You are daft without it. Cut your nonsense! Ah, you must be that trickster himself, fooling us all along. Take my rake! Why so rude? I didn't force you to kneel. Throwing a tantrum at your age? Shame on you! You brat! Save your stupid path! I'll borrow one myself! You go on first. I'll meet you at the summit. Ach, jetzt bin ich wieder allein, oder was? Nur weil du dich nicht beherrschen kannst. Ist jetzt ein anderer Weg nach oben frei oder ist der die Treppe? Keine Ahnung, wir gehen einfach die Treppe. Vielleicht hat sich da was geöffnet, was vorher nicht offen war. Was wir nicht gesehen haben, weil wir nicht hochgegangen sind. Da würde ich sagen, kommt kein Viech raus. Gut. Fast an der Truhe vorbeilaufen, das wär's ja noch.
Huch. Da wäre ich fast weggejumpt. Na komm, gehen wir mal ins Hüllchen. Oder? Nein, wir müssen ins Hüllchen. Sonst drückt mich das hier noch runter. Ab ins Hüllchen. Ich brauche mal noch mal einen stärkeren Hut. Der sieht zwar geil aus, aber der ist ja jetzt ein Rüstungsset weiter zurück. Ich wollte gerade sagen, ist da jetzt eine Rohrleitung? Nee. So, was kann denn davon? Habe ich schon 3 Stück. Ich kann noch was herstellen. Verarschen. Der geht selber. One monkey dead and another shows up. The face of the destined one. It will fit me just as well. Wer bist denn du? Daneben. Der friert nicht ein, was soll denn das? Jetzt habe ich ganz vergessen, ob ich noch einen Weg hatte, den ich gehen konnte. Ich glaube nicht. Das lief ja ganz gut. Ich kann aber da nicht hoch. Ich sehe, dass da einer ist. Und ein schönes Ding, aber von hier komme ich da nicht hin. Aber uch. Das hätte ich ja fast übersehen. Oh. Dass ich hier runter kann, hätte ich auch fast übersehen. Doch wo zum Fick bin ich? Thank you.
Eine Kerze drin. Ich dachte, okay, kann ich jeden Tag die interagieren? Black. Ach, das ist wieder so ein Schneearsch. Ja, so ein Gefängnis. Denn diese Lexi auf einmal hierher? Und war das überhaupt richtig? Ich muss ja eigentlich durchs Loch gehen, wo zum Fick bin da einfach runtergejumpt. Da hat aber einer hier jetzt was schießen wollen. So, da ist nochmal eine Mörserpflanze. Feurige Gurde. Lass uns nachher mal anschauen. Wo ist der denn hin abgehauen? Aber jetzt sind wir zumindest oben. Jetzt gucken wir uns die Gurde mal an. Ich dachte, ich hätte eine feurige Gurde. Alter, die könnte drei Mixturen. So, ich habe hier den. Hört für kurze Zeit den Angriff, hat aber weniger Ladungen. Die haben gleich viele Ladungen. Frostimmunität und erhöht maximale Ausdauer. Ich würde sagen, wir teleportieren noch mal zum Gurdenblut. Also wir hatten ja noch mal ein paar Sachen gesammelt, dann können wir noch mal ein bisschen upgraden, gucken uns das noch mal genauer an. Ansonsten würde ich jetzt sonst auf die Feuergurde wechseln.
Willst du nicht mal ein cooleres Zuhause holen? So, ich könnte die aufleveln, aber was ist mit der anderen? Nächster. Muss ich die vielleicht ausrüsten? Down a few mouthfuls in one go. It's delight. Ne, ich kann die gar nicht. Ich könnte nur die jetzt aufwerten. You need a fine gourd to drink from. I'll fetch you a fitting one. Remember you. Jetzt hätte die halt 8. Aber da hier kriege ich Frostimmunität. Ist in dem Gebiet im Moment auf jeden Fall besser. So, den hier, der ist wohl nicht upgradebar. Der würde mir aber 3 Mixturen erlauben. Welche würde ich denn noch mit? Ja, sonst würde ich die noch mit reinnehmen. Aber ist jetzt nicht so zwingend. Gut, dann reisen wir wieder. Wer ist denn hier? Da ist der Typ im Gefängnis. Das ist der Long. Was war das? Die Achtsamkeitsklippe. Da muss ja auf jeden Fall ein Meditationsding sein. Bin ich traurig. Lade schneller. Gurde. Wäre lustig, wenn man da irgendwann keine Haare mehr hätte, weil der sich die ganzen Haare auszupft. Für Wiederbelebungen. Gurde. Gurde. Kann jetzt sogar schon Gegner durch Wände spotten. Irgendwie habe ich hier komische Lags. Hier kommt keiner raus. Ja.
Ich brauche Leben. Aber noch zu viel, um zu heilen. Eine Rarität. Nicht genügend erfolgreiche Treffer wird der nächste tödliche Schaden vermieden. Nach genügend erfolgreichen Treffern wird der nächste tödliche Schaden. Oh, das ist auch stark, ne? Aber wir brauchen mehr Geisteressenz. Im Moment zumindest. Dann langsam mal gucken, ob wir den Crit noch mehr erhöhen. Weil wir haben den Crit jetzt, glaube ich, gemaxt, ne? Wir haben den Crit gemaxt. Wie hoch kriegen wir den Crit? Auf 19, ne? Sie mal eine Glas kennen. Wenn wir den skillen, würde der den Crit noch weiter erhöhen? Ich glaube, wenn wir den upgraden, kommen wir auf 20. Ah, vielleicht sogar auf 25, wenn wir Glück haben. Wir gehen nochmal, probieren nochmal ein bisschen Crit aus. Jetzt auch überall gucken, ob man irgendwo runter kann, weil überall unten anscheinend jetzt auch so Geheimwege noch so teilweise zu sein. Ich habe aber noch kein Meditationskissen gefunden. Sieht nach einem Bosskampf aus. Hat er auch geschafft, verdammt. Sogar ziemlich gut.
Das wäre so krass, wenn man darin Mana noch auffüllen könnte. So unweiß. Jetzt mal meditieren. Unweiß macht Giftschaden bestimmt. Gift- und Frostschaden. Wie können wir denn eigentlich andere Elementschaden machen, außer mit denen hier? Also ich weiß, Blitz mit dem einen Ding. Hab ich vielleicht irgendwas übersehen, dass sie das schon die ganze Zeit konnten? Ich weiß noch nicht warum, wie. Passive, also die kritische Trefferchance erhöht wird, wenn ich den hochskille? Auch nur so eine Frage. Fragen über Fragen. Machen wir hier die ganzen Punkte weg. Die hier wieder alles blockieren. Die Punkte müssen weg. So, es fehlt noch einer. Das ist gut. Also, besser wären, wenn ich schon alle gefunden hätte. Aber gut ist, dass es nicht mehr so viele sind, die ich noch finden muss. Das ist doch verdächtig. Komm runter. Irgendwo, wo ich vielleicht anlanden kann. Tal der Ekstase. Sollte doch eigentlich auf den Gipfel rauf und jetzt rutschen wir wieder runter. Das war so nicht geplant. Sollen wir mal testen, wie oft wir denn tatsächlich critten? Wollen wir das mal gucken? Hier. Gucken wir uns das mal an, damit wir mal so ein Gefühl dafür kriegen, wie viel wir eigentlich critten. Da kommt nichts raus. Ich hoffe, dass man Crits auch sieht, dass sie anders aussehen. Okay, holen wir uns erstmal den Schrein. Das heißt, wir können runter, wir können da drüber und wir können durch die Höhle. Aber ich würde sagen, wir rasten und beenden die Folge dann hier. Ich hoffe, ich vergesse das nicht, dass ich... Warte, ich positioniere mich hier. Vielleicht kann ich dann hier beenden. So.
So, und dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Ciao.